Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harz Medicine Hospital Heat. Ja, in der letzten Folge ging es Schlag auf Schlag. Es passierte was bei der OP. Allison ist trotzdem noch stinksauer auf ihre Mutter und ich war total verzweifelt bei den Aufgaben, die ich bekommen habe. Die erste habe ich mit Bravour erledigt, die zweite war tierisch chaotisch und bei der dritten war ich so blöd und habe vergessen, die Herausforderungen zu machen. Ich hoffe, dass es heute besser wird. Ich habe es noch nicht nochmal neu gemacht, weil ich im Moment noch nicht die Zeit hatte. Wir schauen einfach mal, was jetzt auf uns zukommt. Gute Neuigkeiten. Gehe 600 Schritte. Das sollte zumindest nebenbei machbar sein. Ich weiß, dass du noch ein Baby bist, aber es wäre toll, wenn du ein wenig mitarbeiten könntest. Schatz. Allison, ich bin ja so froh, dich wieder auf den Beinen zu sehen. Ich auch. Komm, ich helfe dir damit. Man sollte aber niemals dem Baby den Rücken zuwenden, ne? Du bist ein Naturtalent. Danke, ich bin einfach nur glücklich, dass ich wieder arbeiten kann und ich mein normales Leben zurückhabe. Bist du sicher, dass du wieder so weit bist? Es würde dir niemand einen Vorwurf machen, wenn du dir eine kleine Auszeit gönnen würdest. Oh, bitte nicht. Ich brauche die Ablenkung, um die letzten Wochen vergessen zu können. Nun, dann lass uns an die Arbeit gehen. Ja, 300 haben wir. Ich wollte gerade sagen, wo kommt der denn jetzt gerade her? Der hat uns einfach das Baby geklaut. Hallo? Was ist das denn hier eigentlich? Sowohl Eltern mit Babys als auch Schwangere gewinnen Herzen, wenn sie sich das Krippenmobile ansehen. Okay. Ganz ehrlich, ich glaube aber nicht, dass da einer hing. Also das hatten wir ja schon mal. Und genau wie damit wahrscheinlich auch, wird sich das sowieso wieder keine Sau angucken. Deswegen würde ich sagen, das Sinnvollste ist wahrscheinlich erstmal, wenn wir ein Bett verschönern. Wenn man das denn so nennen kann mit den ganzen Kreisen da drauf. Wir fangen einfach mal an. Ein neuer Artikel. Oh Gott, eine Wollmütze. Können die mal was schneller gehen hier? So. Ach, da will man einen mal eben rumschicken. Du solltest nämlich dahin gehen. Du solltest... Achso, ich muss dich dahin schicken, ja. Die soll aber nicht drauf rumpupsen hier. Ach Gott, mit Wollmütze muss man das jetzt kombinieren. Oje, 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 okay. So, du gehst jetzt wieder zurück. Du gehst jetzt dahin. Du gehst auf den Ball. Das hört sich so komisch an. Du gehst auf den Ball. So, Giraffe, dahin, du dahin, du dahin. So, mal eben schnell gucken. Du nach da, mit dir können wir nochmal eben reden. Ein- und ausatmen, das ist das, okay. So, einmal, zweimal, jetzt müssen wir aber trotzdem mal kurz, glaube ich, hier ein bisschen dafür sorgen, dass der Stau ein bisschen entlastet wird. Oh, ja, wir haben vergessen, die Windel mitzunehmen. Entschuldigung, Entschuldigung. Einmal für dein Popöchen. Und du klaust mir gar nicht das Ding. Was soll das denn? Normalerweise haben sie mir fast alle das Teil geklaut. Zum Abwischen. Oh je, oh je, oh je. Machen wir das mal schnell. So, dann schnell kombinieren. Du gehst schon mal wieder nach unten. Du wirst einmal warm angezogen. Du kannst dahin. Du kannst jetzt hierhin. Dich können wir mal ganz schnell abkassieren. So, ich glaube, du musst atmen, oder? Nee, du musst nicht atmen. Keine Ahnung, was du machen musst. Das ist atmen, genau. Ein, ausatmen, wunderschön. Du dahin. Du dahin. Dieses Geräusch, das macht mich hier total kirre. Okay, irgendwie will der jetzt in letzter Zeit überhaupt nichts anderes mehr haben. Okay. So, dein Baby war gerade ein Volltreffer. So, atmen, untersuchen und ab dafür. So, du dahin, du dahin. Ich gehe mal eben schnell hier Leute abkassieren. Zumindest nochmal eins hier auffüllen. Du gehst jetzt nach oben. Du gehst nach da. Du gehst zur Spielewiese. So. Wir müssen 600 Schritte laufen, fällt mir übrigens gerade ein. Aber ich denke mal, das schaffen wir locker. Du gehst dahin, dahin, dahin. So. Das. Dann dahin. So, das kombinieren. Dahin. Du da unten hin.
Komm, schnell untersuchen. Du auch. Können wir dich da direkt loswerden? Ja, dann kannst du nämlich dahin sitzen in der Zeit. Ach, dann gehst du halt nach unten. Was soll es denn? Mein Gott. So, du gehst jetzt erstmal dahin. Einmal untersuchen. Du kannst in der Zeit nach oben. Einmal atmen, bitte. Aber das Ausatmen nicht vergessen, ne? So, du gehst auf den Ball. Einmal Ultraschall untersuchen. Hatten wir das nicht gerade schon bei dir? Lag das Kind da nicht noch andersrum? Ich habe doch keine Ahnung, ehrlich. So, du gehst wieder zurück. Du gehst dahin. Wir brauchen eine Pampers. Ja, es war so klar. Dann klaust du mir das natürlich, du frecher Wicht, du. So, schnell dahin. Zack. Du gehst schon mal dahin. So, du gehst nach da unten. Ein Ausatmen bitte nicht vergessen. Perfekt. Einmal gucken. Du dann zum Ball weiter. Du dahin. Ich kassiere dich in der Zeit schon mal schnell ab. So, das. Dahin. Oh nein. Ach, ich habe irgendwie das Gefühl, die Zeit läuft viel, viel schneller, wenn die das weggreifen. Ich weiß es nicht. So, du gehst da oben auf die Decke. Das schaffen wir noch niemals hier. Um dich kümmern wir uns noch ganz schnell. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Wo ist denn das Baby hier hin? Hallo? Baby ist abgehauen. So. Füllen wir nochmal schnell auf. War ja natürlich Blödsinn. Aber ich wollte in der Zeit nochmal kurz gucken, ob wir die Schritte gelaufen sind. Die sind wir aber gelaufen. Das ist schon mal gut. Aber irgendwo haben wir so ein bisschen gepatzt, habe ich so das Gefühl. Ach, ich habe den Oliver gar nicht gesehen. Das war bestimmt wegen diesen die ganze Zeit. Das hat mich total genervt. Und ich habe kein Meerschweinchen gefunden. Und wie war dein Tag? Perfekt. Also, der Tag ist ja noch nicht vorbei. Wir haben noch eine weitere Patientin. Oh je. Ach so, ich dachte schon. Sophia, du, was tust du denn hier? Du bist schwanger? Ja, es hat sich herausgestellt, dass Joey mir zusätzlich zu einem Berg von Lutschern noch ein weiteres Geschenk hinterlassen hat. Ja, anscheinend einen besonderen Lutscher. Es ist von Joey? Ja, von wem denn sonst? Sophia ist hier für ihre Ultraschalluntersuchung und sie fände es schön, wenn du dabei wärst. Wirklich? Mhm. Ja, wo haben wir denn das Baby? Oh. Es hat Joeys Nase. Ich weiß, dass du es wissen wolltest, also dann kann ich es dir jetzt auch sagen. Er hat Joeys Nase. Ja, wir werden ein neues Baby bekommen, wenn alles gut geht. Und es ist ein Er. Also sprich, es ist ein Junge. Das ist doch schön. Wir haben eine scheinbar sehr miese Herausforderung, weil die ist knallrot. Oliver-Überdosis. Ach du Scheiße. Finde so viele Olivers, wie du kannst. Oh mein Gott. Okay, wir versuchen es. Ich bin zwar überhaupt nicht mehr wach gerade zur Zeit, aber wir versuchen es trotzdem. So, das. Ich wollte gerade sagen, da habe ich doch gerade noch was gesehen. Wo sind die denn hier alle versteckt? Also ehrlich. Da habe ich was gesehen. Leute? Ihr seht es jetzt wahrscheinlich alle zu Hause am PC und denkt euch, mein Gott, sieht ihr das denn nicht? Da hängt noch einer und da ist noch einer und da. Warum klickt ihr die alle nicht an? Aber es ist wirklich unheimlich schwer. Oh Gott, manche Sachen sind aber auch wirklich sowas von perfekt mit dem Hintergrund vereint. Oliver, Hilfe! Da. Da, ich habe doch gerade noch irgendwo was gesehen. Da. Ich will jetzt nicht gucken, aber habe ich eigentlich eine gewisse Zeit? Ich glaube ja, ne? Ich sehe nicht mehr, ich sehe nicht mehr. Nein, er hat es nicht mehr angenommen! Och komm! Das ist beschiss. Ich hatte drauf gedrückt, bevor die Zeit ausgelaufen ist. Aber ich glaube, dann hätte ich trotzdem die 3 nicht bekommen. Aber für meine Verhältnisse war es schon recht gut.
So, Kuckuck, heitere das traurige Baby auf. Das müssen wir wahrscheinlich nebenbei machen, nehme ich mal ganz stark ein. An. Bö. Und. Machst du mit? Und da sind die Ärzte. Wie geht es dir? Gut, alles ist perfekt. Ich muss mir um nichts mehr Sorgen machen. Außer um ihn, ne? Das ist wunderbar, Allison. Och nein, das ist nicht euer Ernst. Als ob die dir nicht gesehen hat, dass der da gestanden hat. Oh Leute, ernsthaft jetzt. Hey, wolltest du mir vor der OP nicht noch irgendetwas sagen? Ja, nicht so wichtig. Wie ich sehe, beginnt gleich deine Schicht. Ich bin froh, dass es dir gut geht, Allison. Ja, das war jetzt natürlich mal wieder perfektes Timing. Was ist hiermit eigentlich? Diese Matte stimuliert die Babys im hohen Maße. Sie müssen weniger lange darauf spielen. Ach so. Ja, aber für mich wäre das ja besser, wenn sie da lange drauf spielen. Deswegen machen wir erstmal das hier. Ah, okay, dann haben wir hier eins weniger. Das ist natürlich nicht gut. Aber gut, dass der nicht runterfallen kann, wenn ich hier rumlaufe. So, dich können wir jetzt leider nur hier hinbringen. So, du gehst dahin. Komm, mal hin, ne? Oh ja, stimmt, das müssen wir erst machen. Hallo. Hallo, das Baby ist schon frei. Was war denn das jetzt gerade? Das war jetzt aber irgendwie sehr seltsam, fand ich. Naja, gut. Okay. Nein, 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 nein. Da, da. Erst das Baby, erst das Baby. Buh. Okay. Dann hier auch gleich mal eben schnell atmen. So, du kannst dann nach oben. Wir brauchen keinen Platz, weil die ganz woanders hin muss. Okay. Die braucht allerdings Platz. So, du kommst wieder nach unten. Zack, wo kriege ich die Milch her? Da. So, erst das Baby, dann der Rest. Doch? Ach so. Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. So, du gehst dahin. Milch muss ich nochmal besorgen. Nein! Buh! So, da schnell hin. Du gehst nach unten und wir müssen atmen. So, hier auch nochmal atmen. Ich glaube, wenn wir das den ganzen Tag machen, dann fallen wir irgendwann wirklich nochmal um. So, du einmal Windel. Och mein Gott, was will die Olle denn noch alles hier? Ja, es war klar, dass du mir das mit der Windel jetzt wieder wegnimmst. Also nicht der Windel, aber naja, ihr wisst schon, was ich meine. Okay, nein. Och. Ja, mein Gott. So, du dahin. Dann die Giraffe. Du kannst nach oben. Zack. Du nach da. Das Baby, das Baby. Buh. So, jetzt müssen sie beide nach da unten. Das ist natürlich nicht so gut. Der ist ja eben erst behandelt worden. Gut, das ist ganz, ganz, ganz schlecht, was jetzt hier gerade passiert. Nein, ich hab's geahnt. Wollt ihr mich veräppeln? Nein, das ist nicht euer Ernst. Jetzt muss ich hier. Och, kommt, Leute. Dann kann ich ja nur noch bei euch weitermachen hier. Komm, einer muss jetzt ganz schnell die Herzen verlieren, weil sonst kommen wir hier überhaupt nicht mehr weiter. So, dich können wir nur noch nach hier bringen. Hallo, geh da hin. Los. So, dich nach da. Kannst du nicht irgendwie abhauen oder so? Du kommst nach da. Können wir dich nach da hinsetzen? Auch nicht. Oh, Leute, das ist nicht euer Ernst. Das wird die schlechteste Runde ever, weil sich das so beschissen hier gerade am Stauen ist. Das ist nicht mehr normal. Kümmere dich erst darum. Buh. So, und jetzt kriegt der Kleine eine neue Windel. Jetzt will er wieder nicht. Mein Gott. So, die beiden müssen wir jetzt mal eben. Kann jetzt einer von denen endlich mal verrecken? Ich muss jetzt hier weitermachen. Leute. Macht schon. Wir haben keine Zeit. Ernsthaft jetzt. Verliert endlich eure Scheißherzen. Ja, die ist jetzt gegangen. Ja, toll. Oh, Leute, ernsthaft.
Also, ich ganz ehrlich, sowas darf einfach nicht passieren, bin ich der Meinung. Also, wenn es sich mal ein bisschen staut, ist es noch die eine Sache. Aber sowas darf nicht passieren, dass die Leute einfach so... Was ist denn mit... Ja, du bist mir egal. Was ist mit dem hier? Kann ich den nicht woanders hinsetzen? Mann, jetzt verreck doch endlich, du blöde Kuh. Ja, nimm sie weg. Die ist nämlich auch bald weg hier. So. Schnell dahin. Die ist mir jetzt egal. So. So, dann einer von euch kann dann noch nach hier. Und der nächste kann auch nach hier. Du kannst auf den Gymnastikball. Und da müssen wir schnell hin. So, das. Ach, jetzt haben wir das mit dem Atmen wieder nicht, Leute. Ganz ehrlich. Schnell das Baby frei. Nein, jetzt wollen die wieder. Ey, das ist doch nicht normal. Das ist wirklich nicht normal. Es kann doch nicht sein, dass das wegen einem einzigen Stau so beschissen ist, dass man nicht mehr weiterkommt. Jetzt verreckt doch endlich mal einer von euch. Nicht die Leute, die hier sind, sondern die Leute, die hier sind. Aber das dauert so lange, weil die ja... ja, weil die halt noch so viele Leben haben. Oh mein Gott. Chaos auf der Kinderstation. Das ist am besten die Überschrift, die ich für diese Folge wähle. Das ist grauenhaft hier. Ich kann die auch nicht irgendwie rausschicken oder so. Das ist ja das Schlimme daran. Sonst hätte ich hier ja keinen Stau, sonst könnte ich ja sofort weitermachen. Aber nein, jetzt wird die als erstes rausgehen, die gar nicht rausgehen soll. Dann wird die, nee, ja doch, dann wird die hier unten endlich mal weg sein. Komm mal hin. Oh Mädel, jetzt hau endlich ab. Ja, geh weg, los, schneller. Du kannst nach unten, du kannst jetzt endlich nach oben, dann du halt nicht, wenn du nicht mehr willst. Das ist nicht mein Problem. So. Da ist das Baby. Komm, mach das Baby auch frei. So, du wieder zurück. Nein, das nehmen sie natürlich wieder nicht an. Ja, ich habe gesagt, du sollst zurückgehen. Und du ganz schnell hierhin. So, dich untersuchen wir. Das Baby oben ist ja schon fertig, soweit ich weiß. Wir können mal schnell atmen. Du gehst nach da. In der Zeit mache ich euch mal eben schnell. Ich hoffe, ihr wart zufrieden. Leider musstet ihr stundenlang warten, weil die eine blöde Kuh nicht gestorben ist oder nicht gehen wollt. Und genau deswegen haben wir jetzt mindestens einen Stern zu wenig. Also das war jetzt wirklich Chaos auf der Kinderstation. Das ist, ja. Also ganz ehrlich, sowas sollte es nicht geben, dass da so viele Sachen kommen, die dann alle da auf den Ball hinwollen. Ach, neues Minispiel. Oh Gott, drehe das Baby. Stelle sicher, dass sich das Baby in der richtigen Lage befindet. Tipps, Babys können nur in eine Richtung gedreht werden. Sei vorsichtig, wo du die Drehung stoppst. Ich habe keine Ahnung, aber wir probieren es einfach mal aus. Ring, ring. Hallo, hier ist Allison. Quinn, ich habe überhaupt kein Bedürfnis, noch einmal zu diesem Raum zurückzukehren. Das Kapitel ist für mich jetzt abgeschlossen. Ich verstehe ja, dass du deine Tests durchführen musst. Hallo? Puh. Ein Quest-Quinn. Ein Test-Quinn. Aber das war's dann. Du hast also gesehen, wie sie mit dem Kind verschwunden ist? Ja, und sie haben auch all ihre Sachen mitgenommen. Sie ist weg? Ja, und wir konnten noch nicht alle postoperativen Tests abschließen. Sie ist weg. Ich glaube nicht, dass du mir zuhörst, Allison. Wir müssen diese Tests durchführen. Diese Tests sind doch nur reine Formsache, Quinn. Außerdem können wir die Patientin nicht gegen ihren Willen hier behalten. Während der OP gab es mehrere Abweichungen, Allison. Quinn, war die OP ein Erfolg? Ja, aber... Dann ist sie nicht länger unser Problem. Ja, man merkt so richtig die Abneigung. Vermisst, erziele zumindest einen Goldpatienten jeder Art. Was heißt denn jeder Art? Ach du Scheiße. Komm schon, du musst hier doch irgendwo sein. Hä? Daniel?
Es tut mir leid, Allison. Ich wollte dir deine gute Laune nicht verderben. Die Akte, sie ist weg. Hä? Aber sie muss doch irgendwo hier sein. Ich schaue nach meiner Schicht vorbei und helfe dir beim Suchen. Danke, Allison. So, ja, viel können wir nicht machen, um nicht zu sagen gar nichts. Ach, wir haben ein neues Bett dazu. Nee, das ist was ganz Neues. Ach so, das ist das mit dem Drehen. Okay. Wollen wir mal gucken, was passiert. Die will ins normale Bett, wenn ich es richtig sehe. So, er will erstmal auf die Spieldecke, du auf den Ball. Aber wehe, du brauchst zu lange und willst danach dann wieder woanders hin. Dann raste ich hier aus. So, das mit dem kombinieren. Du dahin. Dahin. Du auf dem Ball. Das nehmen wir. Ich habe keine Ahnung, was die jetzt von mir will, ehrlich gesagt. So, du dahin. Ach, das ist das mit dem Baby drehen. Aber das ist, ich wollte gerade sagen, das ist doch Blödsinn, weil es muss ja auf dem Kopf sein. Tipp, um fortzufahren. Okay. Du gehst nach unten. Für dich brauchen wir Milch. Die stellen wir jetzt aber erstmal hin. So, du gehst auch hier hin. Einmal dahin. Einmal das. Wir müssen die goldenen Herzen leider mitnehmen. Tut mir leid. Hier haben wir auch noch Schnuller. Nee, Entschuldigung. Da haben wir Schnuller. Ich wusste ja nicht, dass man die von da nehmen muss. So, ihr dahin. Nein, 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 nein. So nicht, meine Dame. Wir haben alles unter Kontrolle. Zumindest das meiste. So, du wieder zurück. Du auf die Spielwiese. Das müssen wir nehmen. Einmal dem Kind die Flasche geben. Einmal das. Du kannst direkt durchgehen auf den Dings. Das müssen wir jetzt komplett drehen, oder was? Oh, je, je, so. Okay, du dahin. Ich muss euch mal kurz abkassieren. Tut mir leid, das dauert mir hier zu lange. Oder in der Zeit schon mal dahin. So. Kombinieren. Zack. Zack. Du schon mal auf die Spielwiese. Du dahin. Wir atmen ein und aus. Du wieder dahin. Einmal eine Windel. Setzen wir das schon mal auf. So, ich zeig dir mal, wie man das macht mit der Windel hier. So. Du gehst dahin, du gehst dahin, du dahin. Einmal die Flasche. Einmal das. So, das, das. Ach, das war ja das Ultraschall. Das Ultraschall vor allen Dingen. Okay, so. Dahin. Eigentlich müssen wir jetzt warten, sonst haben wir nämlich wieder. Oh nein, jetzt haben wir das schon wieder. Wollt ihr mich veräppeln? Aber die will jetzt dahin. Immer in etwas. So, du gehst auf den Gymnastikball. Bei dir untersuchen wir nochmal schnell. Hoffen, dass. Oh! Hallo! Warum geht das Baby so schnell rum? Was geht denn jetzt ab hier? Atmen bitte. Die muss auch atmen. Könnt ihr eigentlich nicht alleine atmen, Leute? Es geht ganz einfach. Einfach einatmen, ausatmen. So, nehmen wir auf dem Weg nochmal schnell einen Schnuller mit. Zack. So, zack. Du gehst dahin. Zack. Boah, das Baby ist doch eigentlich schon perfekt. Nein, es funktioniert natürlich wieder nicht. So. Oh, das ist echt ätzend mit dem Babydrehen, ehrlich gesagt. So, schnell die Schnuller nochmal auffüllen. Schnuller. Zack. Zack. Du kannst damit schon mal auf die Babywiese, wollte ich gerade sagen, gehen. Du nicht. Bevor hier wieder irgendwie so ein Chaos entsteht, du gehst runter, du auf den Ball, du dahin. So. Du kannst schon mal dahin. Das machen wir. Das geht, glaube ich, schneller. Hoffe ich zumindest. Dann eben nicht. Dann müssen wir halt die Windeln jetzt anziehen. So, einmal. Zack. Zweimal. Atme nicht vergessen. Dahin. Dahin. Zack. Ach ja, jetzt müssen wir das erstmal wieder freilegen, genau. Da setzen wir mal eben schnell. Du kommst schon mal dahin. So, das kombinieren wir. Zack, es tut mir leid, ich kann die Flasche leider nicht schneller holen. Zack.
Du dahin, euch muss ich leider mal kurz abkassieren, sonst kann hier gar keiner mehr irgendetwas machen. So, das, 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 du kannst in der Zeit dahin, du runter, hallo, du solltest einen Schnuller nehmen, warum stehst du immer noch da? So, hinlegen, achso, du geht nicht, genau, volles Deutsch. So, hier auch nochmal drehen, dann drehen wir halt nicht, dann atmen wir erstmal, soll mir auch egal sein. Du gehst nach da, dich untersuchen wir nochmal, du kannst nach da gehen. Drehen wir jetzt. Jetzt bist du bereit, dass wir dich drehen können. So, beziehungsweise... Oh. Ja, das ist so ätzend mit dem nur in eine Richtung. Nein, wir brauchen erst noch die Windel. So, zack, zack. Du nach da. Für dich brauchen wir noch einen Schnuller. Zack, du kannst schon mal dahin. Flasche setzen wir eben auf. Dich setzen wir schon mal nach unten. Dich auch. Schnuller mal ganz schnell auffüllen hier. So, einer muss reichen. Ist ja nur noch ein Baby hier. So, du. Du. Sehr schön. Die gehen alle direkt zum Abkassieren. Ah! Nein, wir haben nicht genug goldene Herzen gesammelt. Oh, das war aber auch ein Chaos, was ich gerade hatte. Ich habe auch überhaupt nicht mehr auf den Oliver achten können, ehrlich gesagt. Ich wollte halt verhindern, dass wir wieder so einen ekelhaften Stau haben. Aber irgendwie ging es nicht gut. Ich habe überall in diesen Schrank nachgeschaut, Allison. Sie ist nicht da. Was würdest du tun, wenn du zufällig eine Akte finden würdest? Ich würde sie in dieses blöde Büro bringen. Vielleicht hat genau das jemand getan. Durchsuchen wir dein Büro. Okay. Welche nehmen wir als nächstes? Achso, ich kann ihn auch steuern, okay. So, da ist nichts drin. Nehmen wir hier das nächste. Dürfen wir auch die bunten Akten hier eventuell? Dürfen wir auch durchsuchen. Ach, den ganzen Kram dürfen wir auch durchsuchen. Okay. Ich nehme mal stark an, dass das dann wahrscheinlich irgendwo auf dem letzten Haufen zu finden ist. Oder in der Aktentasche. Aber die kann ich jetzt, glaube ich, nicht anklicken, wenn ich das richtig gesehen habe. So, das können wir auch nicht anklicken. Das können wir noch anklicken. Wobei das ja keine Akte ist, ne? Das ist die letzte. Ich drücke die Daumen. Oh oh. Suchst du die hier? Oh je, oh je. Jetzt wollen wir doch sicher alle wissen, was jetzt mit den beiden Guten passiert. Ich will es auch unbedingt wissen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich muss hier leider aufgrund der Zeit einen kleinen Cut machen und wir werden das Geheimnis leider erst in der nächsten Folge lüften. Bis dahin sage ich erstmal danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zur nächsten Folge. Ciao!